sogar noch älter. Und schon jetzt lässt es sich einfallen, auch Sendeplatz für Dichter, nur für Dichter einzuräumen. Kritikerrunden gibt es genug, Sie kennen sie alle. Heute also im Dichterclub, einem Baden-Badener Literatursalon, den uns hier der Jörg Höhn eingerichtet hat. Ein sehr schönes Ambiente mit Details aus diesem Ort Baden-Baden. Sie werden es im Laufe des Gesprächs kennenlernen. Und eingeladen habe ich in dieser ersten Ausgabe den Ernst Herrhaus mir gegenüber. Ernst Herrhaus kennt man vielleicht noch aus der Homburgischen Hochzeit, die ist 1967 erschienen. Und wenn ich das richtig beobachtet habe, sind in den letzten 10 Jahren von Ihnen keine Bücher erschienen. Nein, das letzte Buch, der letzte Roman erschien 1983. 83, jetzt haben wir 95, also gerade 12 Jahre. Ja. Aber von Ihnen erscheint jetzt etwas Neues, darüber werden wir reden, ein Bruckner-Buch. Aber bevor wir davon anfangen, einfach mal weiter im Text. Hier neben ihm sitzt Klaus Teweleit, inzwischen schon auch bekannter geworden dadurch, dass er auf der Bestenliste, unserer Südwestfunk-Bestenliste, vordere Plätze einnimmt. Jetzt in der Märzliste den zweiten Platz. Also ich nehme mal an, mit seinem Buch Der Könige wäre er auf Platz 1, wenn nicht plötzlich dieser Opernball von Josef Haslinger dazwischen gekommen wäre, offenbar ein ganz gut gebauter Reißer. Ich habe ihn nicht gelesen, aber sehr viele Kritiker schwärmen schon davon. Aber Kritiker schwärmen auch von Klaus Teweleits Buch Der Könige. Können Sie uns oder den Zuschauern mal kurz sagen, worum es da geht? Das ist ja der zweite Band einer größer angelegten Sache. Und dieser zweite Band wiederum hat 2 Teile. Erste Hälfte des Jahrhunderts, zweite Hälfte des Jahrhunderts, kann man sagen. Dichter, Schriftsteller im Zusammenhang mit der politischen Macht, Ben Hitler als Zentralfigur im ersten Band. Pound, Mussolini, Hamsun, Hitler, Céline, Pétain. Im zweiten Band Leute aus der Popgeschichte, Elvis, Presley im Zusammenhang mit Nixon, Andy Warhol in seinem Umschlag von Underground-Produktion zu Overground, New Yorker reichen Kultur, Kontakte zum Schah, zu den Marcos auf den Philippinen, Einrichtung von Museen. Mich hat aber in diesen beiden Bänden interessiert, was verbindet die Künstler mit der Macht, was treibt sie dahin, den Künstler an sich als jemanden begreifen, der da nicht zu suchen hat, der eine andere, der eine eigene Welt, eine eigenständige, wie besonders Ben in den 20er Jahren immer betont, aufbauen will, die der Politik nicht nur fremd gegenübersteht, sondern überlegen ist. Also im ersten Band mehr die Sprachmeister, wenn man so sagen darf, Ben zum Beispiel, vor allem Ben. Mhm. Im zweiten Band aber eben auch Künstler unserer neuen Medienwelt, der elektronischen Verbreitungswelt. Gut, auch darüber werden wir noch genaueres reden. Und Wolf Hochhuth ist auch zu Gast. Und neuestes Buch hat es eigentlich auch mit der Macht zu tun. Ist schon gleich im Titel, Julia oder Der Weg zur Macht. Und da geht es um antike Julias, also aus der Zeiten des Augustus, der Cäsaren. Können Sie noch ein bisschen ausführen, worum es geht? Die Erzählung hat 2 Ebenen. Einmal wird die Julia des Augustus und ihre Nachkommen insofern geschildert, als an diesem frühen Beispiel deutlich wird, auf welche mörderische Weise diese einzige Tochter des ersten römischen Kaisers durch die Machenschaften ihrer Stiefmutter, die dann auch ihre Schwiegermutter wurde, samt ihren Nachkommen umgebracht wurden. Beziehungsweise die Livia, die dritte Frau des Augustus, hat einen einzigen Lebensplan. Sie war eine überzeugte Republikanerin. Sie war die Tochter eines Mannes, der von Augustus zum Selbstmord gezwungen wurde. Und sie wollte die Republikaner zur Macht zurückbringen in Gestalt ihres einzigen Sohnes Tiberius, der nicht mit dem Kaiser verwandt war. Und das ging nur auf Kosten der leiblichen Nachkommen des Augustus. Und sie hat es geschafft. Sie wurde 86 Jahre und hat 56 Jahre regiert und hat es geschafft. Das ist die eine Ebene. Sie ist nicht vergiftet worden? Nein, sie ist nicht vergiftet worden. Das ist die eine Ebene. Der Giftmord spielt natürlich in der antiken Welt eine große Rolle, aber ja nicht medizinisch nachprüfbar. Die
Das, was aber mich eigentlich gereizt hat, diesen antiken Stoff aufzugreifen, ist die Tatsache, wie diese Frauen durch die Machos des 19. Jahrhunderts, das heißt durch unsere Historiker an der Spitze der großen Monsen, abermals in der Geschichtsschreibung so entrechtet, entwürdigt worden sind, wie zu ihren Lebzeiten durch die Machenschaft der Stiefmutter. Aber die Vorlage war ja schon Mutter. War ja schon sozusagen ein realer Kriminalfall, nicht? Da geht es um Erbschaftsrechte, um Thronfolgefälle. Fälle, ja. Mehrere, es sind ja mehrere Julias. Es ging ja drei Generationen lang. Es wurden ja noch die Urenkel des Kaisers durch diese Stiefgroßmutter hingemacht. Das heißt, sie bekam wegen unsittlichen Lebenswandels, bekam 17-jährige Prinzen lebenslängliche Verbannung und sie sind im Hungerturm gestorben und so weiter und so weiter. Ja. Und unsere Historiker, speziell die des 19. Jahrhunderts, aber hin bis zu Golomann, haben diese antiken Propagandalügen, diese Frauen seien aus ehebrecherischen Gründen in die Verbannung geschickt worden. In Wirklichkeit mussten sie aus Rom verschwinden, weil sie Thronprätendentinnen waren, bedeutende Politikerinnen, die vorausgesehen haben, dass sie und ihresgleichen, ihre Familien hingemacht werden, sobald der Alte gestorben ist. Und sie ist auch gekommen. Bezeichnenderweise geht es bei allen drei Büchern eigentlich um die Frage Macht und Künstler. Also hier geht es auch beim Hochhut um Horaz und Ovid. Beim Thebleit sowieso um die Frage Künstler und Macht, und aber auch bei Heerhaus in seinem Bruckner-Buch, das übrigens in diesen Tagen ausgeliefert wird. Dieses Bruckner-Buch im, wie heißt der Verlag? Verlag die Büchse der Pandora in Wetzlar. Dieser Verlag, den findet man, glaube ich, in keinem Libri und keinem Großhandelsverzeichnis. Ja. Man muss also sich über den Buchhändler an die Büchse der Pandora heranarbeiten, ja, um ihr Bruckner-Buch zu bekommen. Ja, genau. Also man muss zum Buchhändler gehen. Es gibt die Auslieferung natürlich nur über den Buchhandel. Man muss zum Buchhändler gehen und dann muss der das bei dem Verlag die Büchse der Pandora direkt bestellen. Er wird es am Lager haben. Das wird ein Renner, denn über Bruckner gibt es nun endlich einen guten Text, Herr Heerhaus. Und Sie nennen diesen Bruckner einen Ohnmachtsmenschen. Ja, wie gesagt, die Beziehung zu Richard Wagner war hochinteressant. Denn Wagner war ein Machtmensch und Bruckner gegenüber Wagner jedenfalls der klassische Ohnmachtsmensch, nicht wahr? Nun war Bruckner allerdings in Wahrheit machtlos, und das ist das Ende der Ohnmacht, wohingegen Wagner wirklich es als das Glück seines schöpferischen Lebens bezeichnen kann, dass er nie irgendeine Macht gehabt hat, nicht wahr? Und er wäre sonst, wenn er Macht bekommen hätte, dann wäre er sicher nicht imstande gewesen, diese grandiose Vision vom Zusammenbruch jedweder auf Macht basierenden Herrschaft wie in Götterdämmerung darzustellen. Nicht wahr? Denn das ist ja wirklich die größte künstlerische Leistung Wagners, den Zusammenbruch der Macht, nicht wahr? Der Gott im Ring, nicht wahr? Wagner nicht allein dank seiner Beziehung immerhin zu einem König sich realisieren können. Er hatte vielleicht persönlich keine Macht, aber der König hat Bayreuth für ihn ermöglicht. Ist das nicht Macht? Nein, Wagner hatte eben keine Macht, nicht wahr? Wagner war ständig also gejagt von Gläubigern, nicht wahr? Wagner war ständig auf der Flucht, nicht wahr? Wegen seiner Schulden. Und wie gesagt, wenn dieser Mann noch Macht bekommen hätte, dann hätte man für ihn als Komponist nur schwach sehen können. Nicht wahr? Aber der hat eben das große Glück gehabt, niemals Macht zu haben. Es ist, für mich hat es also, gerade als ich anfing, mich näher für Bruckner zu interessieren, wurde mir also durch Bruckner auch klar, dass jeder Mensch, der Macht anstrebt, und das gilt nicht nur für Künstler, jeder Mensch, der Macht anstrebt und Macht erhält, der will unbedingt mehr Macht haben, nicht wahr? Und er verliert auf diese Weise auf sich selbst und auf seine ganze Umgebung jeden geistigen Einfluss. Je mehr Macht jemand hat, desto mehr verliert er jedweden geistigen Einfluss auf sich selbst und auf andere, nicht wahr? Problematisch, Herr Heerhaus. Was sagt der Thebleit dazu? Das ist doch nun hier unser Kernmachtforscher, soll ich da. Sie nennen Wagner ja einen Machtmenschen, ja, aber, und Bruckner einen Ohnmachtsmenschen und wollen damit das Verhältnis von derer beide zu ihrer Produktion ausdrücken. Das heißt, dass Wagner sich als jemand begriffen hat, der auf die Ebene Genie gehört. Ja. Und einer der Punkte, die ich in diesem Band zu beweisen versuche,
Wenn nun anderen Pound und Celine, dass die Koalitionsebene des Genies in der Kunst, wenn es sich ins Politische wendet, der Führer ist. Ja. Und das war bei Wagner natürlich der Fall mit Ludwig. Bruckner hätte das nicht mal zu fantasieren gewagt. Nein. Das ist solche Ebene. Wenn ich Bruckner einen Ohnmachtsmenschen nenne, dann natürlich auch wegen seiner untertänigen Demut, nicht wahr, gegenüber Menschen, was natürlich immer eine Katastrophe ist. Also Demut gehört allein Gott reserviert, nicht wahr? Demut vor Menschen, das ist eine Katastrophe, nicht wahr? Das sollte sich niemand erlauben. Der zweite Punkt, dass die Macht, aber dass Wagner keine Macht hatte, ihn letztlich schützt als Komponisten. Unbedingt. Heißt, auf Ben übertragen, Ben, indem er sich der Macht nähert, hört tatsächlich auf, Artist zu sein. Er wird Journalist, er wird Politiker, er wird Biogenetiker. Ja. Und also hätte hätte er aufgehört zu komponieren. Er hätte nichts mehr, was den Namen Musik verdient hätte, schreiben können. Und wie gesagt, also für mich, also der ich mich mit Wagner wirklich spreche dem sehr. Ich kann dem eigentlich nicht zustimmen. Ich würde denken, ohne die Macht, die er dann ja doch gehabt hat, die Zeit der furchtbaren Schulden war ja zu Ende, in dem Moment, wo der König seine Rechnungen bezahlte. Wagner hat doch Bayreuth nur dank seiner innigsten Beziehung zu einem Souverän durchsetzen können. Und genauso war es doch bei Brecht. Warum wurde Brecht der einzige Dramatiker der Nachkriegszeit, der es zum Klassiker gebracht hat? Weil er durch seine Identität mit dem Staat Ulbrichts Hausherr des BE geworden ist und weil er sich dank dieser Macht, die hinter ihm stand, die sich stolz seiner bediente als Aushängeschild, auch als Dramatiker realisieren konnte. Ja, und ich meine, der Wagner hat auch als alter Mann noch den Parsifal geschrieben. Also ja. Schon als er die Macht hatte, das heißt Ludwig an seiner Seite, hat er doch mal immerhin eine Oper geschrieben. Eine Bedeutung. Er hatte keine Macht, nicht wahr? Er hätte sie so gerne gehabt, er hatte sie nicht. Er war auf Gnade und Barmherzigkeit, auf das Wohlwollen seines Ludwig angewiesen, nicht wahr? Er wird doch nicht selber ein Mächtiger dadurch, das heißt ein Politiker. Bei Ben passiert aber der Schritt, dass er sich 33, in dem Moment, wo er für seine Kunst keine Möglichkeit mehr sieht, tatsächlich als etwas Politisches anbietet, nämlich denjenigen, der auf der Züchtungsebene, was die Nazis auch politisch wollen, nämlich den neuen Menschen herstellen, erzeugen, als jemand anbietet, der sagt, ich weiß, wie man das macht, nehmt mich für diese Position. Aber sie haben ihn nicht genommen. Wieso sah Ben für seine Kunst keine Möglichkeit mehr? Ich meine, er hat doch die Werke, die wir heute am meisten verehren, die Gedichte, die wir am meisten lieben, die hat er doch alle lange nach 33 geschrieben. Ja, er sah in diesem Moment, 33, 34, für seine Kunst. Ja. Keinen Raum mehr. Und da wird der Journalist und Politiker und lässt den Künstler wirklich fallen. Und schreibt diese Texte, die auch im Artistischen schlecht sind. Der Züchtungstext ist artistisch null, nichts wert. Und die dorische Welt nicht sehr viel. Da streiten manche sich drüber. Ich finde ihn auch artistisch miserabel. Ja, aber hat auch gleich dann, weil es auch der Briefwechsel von Hölse, es geht mit Hölse 32 anfing. In einem halben Jahr, in einem deutlichen Jahr geschrieben. Ist er wieder wie eine andere Person. Also das, was Herhaus sagt, dass diese Verwandlung des Guten in einen schlechten Schreiber, das vollzieht sich sehr schnell. Und keine Charaktersache. Das ist nicht der Charakter Ben, sondern das sind Energiefelder und politische Felder. Ich versuche gerade dieses Charakterologische, wenn man die und die Voraussetzungen hat, dann wird man so und so. Das zu unterlaufen, das ist Unsinn. Das ist eine Geschichtskonstruktion. So funktionieren Leute nicht. Ich mache es auch nicht mit Moral, wie sie in einem Julia-Buch zum großen Teil Mommsen gegenüber machen, was für mich beim Lesen sehr schwer auszuhalten ist. Wieso Moral? Meinst du, ist das hier das puritanische Zeitalter, das Zeitalter von Victoria, seine Einstellung zu Frauen, auch in der Geschichte? Und dann wird so spießig, dann sind die Kinder auch so und... Das ist wirklich nur eine modellhafte Verschiedenheit, denke ich, zwischen den beiden Büchern. Ich versuche gerade nicht Personen so zu betrachten. Und die Mächtigen der Geschichte interessieren mich auch nicht. Also, dass jetzt, ob Cäsar den Augustus oder Augustus den Cäsar, die Nachkommen, umgebracht hätte, das wäre mir völlig egal, weil ich weiß, die tun das. Das passiert auf der Ebene der Macht. Das tun wir alle. Es gibt auch andere. Aurel hätte es nicht getan. Das tun für mich mit ganz vielen Augen. Es sind nicht bei alle Katzen grau, das stimmt nicht. Sie sind bei Macht, sind alle Katzen grau, heißt ein Satz bei Macht. Wie wollen Sie Hitler beurteilen, wenn Sie sagen, alle Mächtigen werden sozusagen? Hitler ist nicht der erste Massenmörder der Geschichte. Es gab hochanständige Gestalten erster Ranges, zum Beispiel Bismarck oder Roosevelt. Das waren keine Mörder und hatten mehr Macht als Hitler.
Gott. Das kann man doch nicht verallgemeinern. Die Macht halten würde ich all die Macht jeden das böse Zufall. Also ich kann den Truman, der die Atombombe auf Hiroshima zu werfen, bevor er keine Hochanschläge. Nein, ich war von Roosevelt, der hat sich nicht geworfen. Tut mir leid, also nicht wahr? Es gibt auf der Ebene der Macht sind Kräfte im Spiel, die immer die Möglichkeit zum Bösen enthalten. Wenn es durch gute Umstände einem gelingt, es nicht zu tun, ist es keine Charaktergeschichte, sondern es hat andere Positionen. Ich werde mich auch nur gegen die Verallgemeinerung, die sind eben so, weil sie Macht haben. An sich bin ich ihrer Meinung, hat der Jakob Buch gesagt, nun ist die Macht an sich böse, gleich viel, wer sie ausübt. Nein, die Macht sie hat Potenz. Das hat mit Böse noch nichts zu tun. Das sollte man nicht in einen Topf werfen. Das Böse ist ein ganz anderes, gravierendes Phänomen, nicht wahr? Das Böse und die Macht in einen Topf zu werfen, ist nicht erlaubt. Für mich, für mein Gefühl nicht. Aber Brecht ist doch ein geradezu klassisches Beispiel, als Brecht als Dichter nichts mehr bringt und sich in Ostberlin in die Organisationsebene begibt, schreibt er nur noch totes Zeug. Die ganze organisative Schreibe von Brecht ist doch mausetot, künstlerisch vollkommen wertlos, nicht wahr? Brecht war so lange künstlerisch potent, also auf sich selbst gestellt, nicht der Organisation, sondern der Wirklichkeit des Geistes vertraut hat, nicht wahr? So lange hat er grandiose Balladen geschrieben, hat er also große Stücke geschrieben, nicht wahr? So lange war das ein lebendiger Dichter. Ja, wann hat er geschrieben? Schweig im Zweiten Weltkrieg. Hat er in Ost-Berlin geschrieben, meines Wissens. Er hat in New York konzipiert, eine Emigration, gemeinsam mit Piscator, aber geschrieben hat er es doch dort. Also die Nähe zur Macht. Die großen Inszenierungen mit Erich Engels hat alles doch als Hofdichter in Ost-Berlin realisiert. Das ist doch keine Frage. Die Nähe zur Macht, nicht wahr, löscht das Dichterische aus. Ja, bei den großen Malern, bei den Hofmalern, bei den Rubens und Goya und so weiter, das waren alles Hofmaler, aber sie haben doch deshalb keine künstlerischen Zugeständnisse gemacht. Sie wurden doch keine schlechteren Maler. Sie haben zusammen mit Jörg Schröder ein Buch geschrieben, Siegfried. Das nennen Sie Siegfried, obwohl so gut wie kein nibelungischer Siegfried darin vorkommt. Verstehe ich das richtig? Siegfried als Drachentöter und der Drache, der geschlachtet wird in diesem Buch, ist mehr oder weniger der literarische Machtbetrieb, der Kritikbetrieb. Der bundesrepublikanische Kulturbegriff nach 1945, nicht wahr? Das ist also der Drache, nicht wahr? Und warum halten Sie nichts von dem oder was? Können Sie das nochmal rekapitulieren? Was? Ja, weil es wesentlich also ein Kulturbegriff gewesen ist, nicht wahr, der darauf hinauslief, wir hatten mit Hitler nichts zu tun, wir haben nichts gewusst, wir haben nichts gewollt, wir sind dafür nicht verantwortlich, nicht wahr, wir sind also vollkommen unschuldig an dieser Angelegenheit. Hitler, wer ist das überhaupt, nicht wahr? Und das hat mich nach 1945 als junger Mann vollkommen krank gemacht.